بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. So, und zwar noch eine Anmerkung auf Seite 189, die dritte Spalte unten. Da sehen wir das Pronomen nahnu. Und ich sagte ja, nahnu benutzen wir für Dual, also Zweizahl, und für Plural. Wir beide oder wir eben mehr als zwei. Wir drei, wir zehn Leute, ja, also wir eben viele Leute. Und das Possessivpronomen ist ein Nun und ein Elif. Also wie dort steht, Kitabuna. Kitabuna. Also unser beider, wenn wir zwei sind, unser beider Buch oder das Buch von uns beiden, ja, wenn man das so übersetzen. Ist das klar? Okay. Was heißt oder also dass ihr den Satz übersetzt? Unser beider Buch, also das Buch von uns beiden, ist schön. Das Buch von uns beiden ist schön. Das Buch von uns beiden ist schön. Ja? Kitabuna, sagt der Bruder, Jamilun. Ist das richtig? Das Buch von uns beiden ist schön. Ja? Warum? Jamiluna. Okay. Ja? Al-Kitabuna. Ja? Jamiluna, wie der Bruder das sagt. Jamilani. Okay, ja? Bitte? Unser Buch ist schön. Unser beider Buch. Das Buch von uns beiden ist schön. Ja? Ist richtig. Du hast recht. Barakallahu fikum. Wie viele Bücher sind das? Das sind zwei Bücher? Wir sind zwei, ja. Wir reden über uns beide jetzt, ja? Deswegen sagen wir, na, wir beide. Aber es geht um ein Buch. Und was wird jetzt beschrieben? Werd ich beschrieben? Werden wir beide beschrieben, dass wir schön sind? Oder das Buch wird? Und das Buch ist im Singular, Einzahl. Also muss die Beschreibung auch in der Einzahl sein. Das sind diese Fehlerquellen. Und, na, das ist ja nur ein Possessivpronomen, unser. Das hängt nicht nochmal am Adjektiv. Und, was haben wir gesagt, die Regel, wenn du ein Possessivpronomen hast, kein Artikel dazu. Al-Kitabuna geht nicht. Al-Kitabuhu, Al-Kitabukum geht nicht. Oder andere Possessivpronomen. Also achtet bitte drauf. Erster Schritt. Wie viele Sachen sind hier? Ist es ein Buch? Sind es zwei Bücher? Sind es drei Bücher? Erst einmal musst du das klären. Dann die nächste Frage. Welches Possessivpronomen? Mein, dein und so weiter? Und dann weißt du, wie du das Adjektiv danach schreibst. Der Tisch von euch beiden
ist neu. Der Tisch von euch beiden ist neu. Oder eben euer beider Tisch. Das ist, ja, ist neu. Das, der Tisch von euch beiden ist neu. Der Tisch von euch beiden ist neu. Ich schreibe mal den Satz auf Deutsch. Bitte schön. Was heißt Tisch? Nein. Fast. Genau. Was heißt Tawile? Lang, Barakallahu. Also, Tisch. Tawile. Was hast du gesagt? Tu. Tu. Kuma. Neu. Jadidatun. Ist das richtig? Was sagst du? Jadidaini. Jadidaini? Also, weil es jetzt ein Ver hat, muss es doch mal geändert werden. Ja? Das ist richtig, weil es eigentlich ist. Genau. Es ist ein Tisch. Du beschreibst ein Tisch. Vergiss mal das hier. Tawilatun, Jadidatun. Also ein Tisch, ein schöner Tisch, der gehört aber euch beiden. Also Tawilatu kuma Jadidatun. Warum weiblich? Ja. Weil Tisch weiblich ist. Also ihr müsst immer schön nach mitdenken, ja? Männlich oder weiblich, Einzahl oder Mehrzahl, ja? Das ist, aber das kommt mit der Zeit, ja? Das wird alles so automatisiert, inshallah ta'ala. Okay, das bezüglich des Duals. Gibt es noch Fragen bezüglich des Duals? Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ein Dual wird gebildet. Du nimmst das Wort im Singular in der Einzahl. Kitabun, Qalamun zum Beispiel. Und jetzt will ich aber zwei Stifte sagen. Einfach Alif Nun dranhängen. Und vor dem Alif Nun ist eine Fetha. Also nicht Qalamun Ani, sondern Qalamani. Okay? Wenn jetzt irgendein Partikel davor steht, was eine Kasra verursacht normalerweise, wie zum Beispiel Fi oder Fauqa, Tahta, diese Ortsangabe, dann mache ich nicht Alif und Nun, sondern Ja und Nun. Tahta Qalamayni. Okay? Und das dritte, wenn ich Possessivpronomen benutze, was wir jetzt gelernt haben, ist immer nur, das Wort ist im Singular. Ein Buch, ein Stift. Aber der gehört zwei Personen. Entweder er gehört euch beiden, oder er gehört uns beiden, oder er gehört ihnen beiden. Qalamu huma. Qalamu kuma. Qalamu na. Ja, das sind die Possessivpronomen. Okay? Und inshallah gibt es auch wieder Übungen. Kommen wir zum nächsten Thema, inshallah ta'ala. Oder gibt es Fragen bis hierhin? Hat irgendjemand Fragen? Gibt es jemanden, der es nicht verstanden hat? Aber wenn zum Beispiel von uns ist, egal ob uns beiden oder uns im Plural ist, dann ist immer, wie zum Beispiel Kitabuna, oder? Genau. Also genau, ob wir jetzt zwei sind oder drei oder tausend, wir sagen Kitabuna. Genau. Bei Nahnu, bei wir, wird nicht unterschieden, ob zwei oder mehr. Es wird immer mit Na. Gehen, immer mit Na, genau. Sehr schön. Noch Fragen, ja? Bitte? Ich
Ja, das ist ja genau, also das haben wir ja heute nicht durchgenommen. Und zwar, wenn das nicht nur ein Buch ist, sondern zwei Bücher. Da muss man auf ein paar Regeln achten, aber das machen wir noch nicht heute. Ja? Aber eigentlich ist es einfach. Ja? Du bildest dein Dual, okay? Du bildest dein Dual. Tawilatani. Nimmst das nun weg und hängst dein Possessivpronomen dran. Das war's eigentlich. Oder? Also eigentlich kann man es... Also, bleiben wir bei Kitab. Ich habe Kitabun, okay? Das ist ein Buch. Und euer Buch, haben wir gesagt, Kitabukum. Ja, natürlich. Eine Dhamma fliegt dann weg. Okay? Entschuldigt, Kum haben wir doch gar nicht. Kuma, wir sind im Dua. Das ist Plural. Kitabukuma. Also Kitabun plus Kuma, euer beider Buch. Das Buch von euch beiden. Wie viele Bücher haben wir jetzt? Ein Buch. Jetzt will ich aber sagen, die zwei Bücher von euch beiden. Ich habe sowieso nichts zu tun. Ja? Deswegen, ja. Also. Was muss ich jetzt machen? Zwei Bücher. Was sind zwei Bücher? Kitabani. Und daran hänge ich jetzt was? Das Possessivpronomen. Kuma. Wie funktioniert das? Wegmachen. Das war's. Ist gleich Kita. Kuma. Okay? Die zwei Bücher, es sind zwei Bücher jetzt, es ist nicht nur ein Buch, von euch beiden. So kann man bei euer beiden Buch einfach die Dhammatien wegmachen und. Hier, das ist ja dann Kitabukuma, ne? Da kommt nur noch eine Dhamma. Ja, wenn ich da jetzt einfach ein Fett habe und danach dieses Camel, dann habe ich doch das, oder? Zwei. Achso, das da? Ja. Das ist ja das gleiche wie das da oben nur mit einer Fett dabei. Und wo ist das Elif? Elif und das. Ja, ja. Deswegen nicht so ableiten, sondern Buch mal zwei. Kitabani. Dann hänge ich das Possessivpronomen dran. Und was mache ich? Nun fliegt weg. Das gleiche gilt mit Ja und Nun. Kitabaini plus Kuma, ist ja egal, was für ein Possessiv. Seine beiden Bücher. Ich rede über eine Person. Aber über zwei Bücher. Seine beiden Bücher. Wer sagt das? Seine beiden. Was ist seine? Hu. Plus? Hu. Sein. Haben wir doch gelernt, oder nicht? Mein, dein, sein. So. Ich habe zwei Bücher, die gehören ihm. Zwei Bücher, die gehören ihm. Er ist eine Person. Hu. Wie bilde ich jetzt das Wort? Was haben wir denn gesagt? Was haben wir denn gesagt? Warum Huma? Da ist doch nur Hu. Warum Kitaba? Da steht doch in Ja. Ich will das hier verbinden. Ja? Allah ibarak, Allah ibarak. Warum Kitabai hi? Warum hi? Sehr gut. Sehr gut. Kitabai hi. Was haben wir denn gesagt bei diesem Pronomen?
Bei diesem Pronomen haben wir gesagt, wenn ein Partikel davor ist, fi kitabi hu oder fi kitabi hi, fi kitabi hi, die Regel bleibt, auch wenn das Wort im Dual ist. Okay? Aber das werden wir inshallah noch, also barakallahu fiik für deine Frage. Ja. Eigentlich ist es einfach, okay? Aber da es jetzt alles auf einmal ist, kommt es so vor, als ob es ein bisschen komplex ist, aber es ist wirklich einfach. Was ich euch sagen kann, ist, kein Araber spricht so heutzutage. Das Dual wird komplett vernachlässigt. Ab und zu mal, ja. Außer natürlich jetzt zum Beispiel Nachrichtensender oder so, die reden dann Hocharabisch. Aber ich rede jetzt im Koran, natürlich ist das im Koran. Ja? Also Dual muss man wissen, damit man den Koran versteht. Ja? Zum Beispiel, was zum Beispiel? MashaAllah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ja? Auch wenn das ein Verb ist, aber das ist egal. Bei der Konjugation werden wir das nochmal sehen, dieses Bani. Ja? قال رجلان ja was gibt's noch ja ربكما genau also das Dual im Koran ist natürlich sehr vorhanden, aber ich rede vom Alltäglichen. Das heißt, wenn ihr dann in einem arabischen Land seid und ihr sagt Kitab ithnani, dann versteht er, du meinst zwei Bücher. Aber du sagst normalerweise, wenn du richtig Arabisch kannst, Kitabani. Ja, aber der wird dich schief angucken. Kitabani? Okay. Ja, es gibt halt so eine Umgangssprache, aber wir lernen ja hier nicht Umgangssprache. Okay, noch Fragen? Ja? Zwei Bücher, genau. Ja, dann musst du Vokabeln lernen. Das heißt dann Kutub. Die Pluralformen werden wir inshallah noch separat lernen. Das heißt, frohe Botschaft, all die Vokabeln, die ihr jetzt gelernt habt, die dürft ihr nochmal im Plural lernen. Im Dual müsst ihr nichts lernen. Masjidun, Masjidani. Kursiyun, Kursiyani. Tawilatun, Tawilatani. Da gibt es nichts zu lernen. Mach Alif Nun dran. Assalamu alaikum. Das ist leicht. Aber der Plural, da gibt es zwei Sorten. Eine einfache, Muslimun, Muslimuna. Mu'minun, Mu'minuna. Aber du kannst nicht sagen, Tabibun, Arzt, Tabibuna. Das geht nicht. Sondern, Atibba. Das musst du dann lernen. Genau, ab drei aufwärts musst du die Pluralformen lernen. Ja? Aber das ist in jeder Sprache so, das ist ja nicht nur im Arabischen. Okay, noch Frage. Ja, ja, was gab es denn hier? Hab's nicht verstanden, mit dem Possessivpronomen ist die Endung immer eine unterschiedliche, je nach Possessivpronomen. Genau, also so wie du im Deutschen sagst, mein Buch, dein Buch, unser Buch, das ändert sich. Und so ist diese Endung unterschiedlich. Kitabuhu, sein Buch. Kitabuna, unser Buch. Kitabuhuma, das Buch von ihnen beiden. Ja, also die Endung hier ändert sich. Ja, kitabuna, tawilatu, kuma, das ändert sich. Das Possessivpronomen, je nachdem, wen du meinst. Genau, das wäre mit den Possessivpronomen, könntest du nochmal die Sätze übersetzen, die aufgeschrieben hast. Welche Sätze? Also, Kitabuna Jamilun, unser Buch ist schön. Tawilatukuma Jadidatun, euer Tisch oder der Tisch von euch, euer beider Tisch ist neu. Hier steht Kitabun plus Kuma, Kitabukuma, euer Buch oder das Buch von euch beiden. Und hier haben wir die Dualform, Kitabani, jetzt sind es zwei Bücher. Hier war es ja nur ein Buch, aber es gehört zwei Personen. Ein Buch gehört zwei Personen. Jetzt sind es zwei Bücher. Kitabani plus Kuma, was mache ich? Nun weg, das war's. Kitabakuma. Oder auch mit ihr und nun gilt das Gleiche. Hänge das Possessivpronomen dran, entferne das Nun und das war's. Kitabai. Was? Hi. Das ist ja die Ausnahme. Lassen wir es mit den Ausnahmen, nicht, dass es zu viel wird. Okay. Mit der Zeit, inshallah, wird das sich immer festsetzen. Ja. Erstens, dass ich der Tisch von euch beiden
Euer Tisch? Ja, wenn du sagst, das ist ja das Problem in Deutschland, wenn du sagst, euer Tisch, meinst du jetzt nur zwei Leute oder drei Leute? Euer. Und deswegen musst du sagen, euer beider. Ja? Genau. Sonst noch Fragen? Ja? Ja, bitteschön. Nochmal, At-Tawilatu? At-Tawilatu min entuma jadidatu. Min entuma. Was meinst du damit? Nein, nicht mit min. Du, hier ist es das Gleiche. Der Tisch von euch beiden, Tawilatu kuma, ohne min. Nur wenn du es übersetzt, musst du von benutzen. Aber im Arabischen benutzt du kein von. Du benutzt nicht ein zusätzliches Wort von, sondern euer beider Tisch wäre die wörtliche Übersetzung. Also Tawilatu kuma. Min entuma gibt es nicht. Okay? So, sonst noch Fragen? Die Farben haben wir ja letztes Mal gemacht. Dann geht es weiter mit Seite 221. Also, es sollte euch bewusst sein, dass es natürlich noch vieles zu sagen gibt bei jedem Thema. Ja, aber das ist ja eine Einführung. Also deswegen, wenn ihr dann vielleicht Wörter seht, die im Dual sind, aber ihr habt sie noch nicht gelernt, dann keine Angst, es kommt noch inshallah. Ja, aber man kann nicht alles auf einmal lernen. Er hier hat das ja ganz weggelassen. Also hier in diesem Buch, das, was wir gerade eben gemacht haben, steht ja gar nicht hier drin. Ja, also steht zwar, wie du die Possessivpronomen benutzt, aber Sätze im Dual hat er ja gar nicht erwähnt. Das ist so ein Zusatz, ja. Wir kommen zu einem wichtigen Thema im Arabischen, und zwar die Genitivverbindung. Die Genitivverbindung. Was ist eine Genitivverbindung? Mit der Genitivverbindung können wir nochmal viele Sätze bilden, ohne Verben zu benutzen. Also wir sind jetzt im dritten Tagesseminar und wir haben noch kein einziges Verb gesehen, ja. Das ist auch gut so, weil inshallah nächstes Seminar geht es mit Verben los und dann geht es los. Inshallah. Die Genitivverbindung Wir haben Sätze gelernt mit zwei Wörtern. Kitabun, Jamilun. Al-Kitabu Jamilun. Al-Kitabul Jamilun. Das hatten wir ja gelernt. Und die ganze Zeit haben wir damit gearbeitet. Jetzt nehmen wir auch zwei Nomen, ja, und verbinden sie, sodass eine neue Bedeutung entsteht. Und zwar, hat er hier ein Beispiel? Ja. Seite 221, wir haben das Wort Al-Kitabu. Und wir haben das Wort At-Tilmidu. Al-Kitabu, das Buch, At-Tilmidu, der Schüler. Jetzt will ich was sagen. Ich will die Beziehung zwischen beiden erklären. Ein Bezug, deswegen heißt es auf Arabisch Idafa, Bezug, Mudaf und Mudaf ilay. Und das ist Genitiv. Die Frage nach dem Genitiv ist was? Wessen? Wem gehört das? Also ich will sagen, das Buch des Schülers. Okay? Das Buch des Schülers. Wie mache ich das? Auch sehr einfach. Schritt Nummer 1. Ich brauche die rote Farbe. Das erste Wort hat kein Artikel. Aber immer noch eine Vokalisation. Das ist eine Ausnahme. Was haben wir denn gelernt? Normalerweise haben wir gelernt, ein Wort, das kein Artikel hat, muss zwei Vokalisationen haben. Kitabun. In der Genitivverbindung ist das nicht so.
Und daher erkenne ich, dass es eine Genitivverbindung ist. Das heißt, sobald ich ein Wort sehe, da ist kein Artikel, aber es ist hier nur eine Vokalisation, da muss es Kling machen, es ist eine Genitivverbindung. Gibt auch natürlich Ausnahmen, aber das ist so ein Indiz, dass es eine Genitivverbindung ist. Das zweite Wort, das nennt man erster Teil der Genitivverbindung, zweiter Teil der Genitivverbindung. Der zweite Teil der Genitivverbindung bekommt eine Kasra. Das war's. Das heißt also, das Buch des Schülers, wer kann es lesen? Ja? Genau. Kitabut Tilmidi. Okay? Ihr seht, kein Artikel, nur eine Vokalisation, Kasra am zweiten Wort. Ja? Ja? Sehr schön. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Aussage Kitabuhu mit Possessivpronomen, sein Buch? Du sagst ja, wessen Buch? Sein Buch. Und Kitabu Tilmidi. Ja? Genau. Du hast mit der Genitivverbindung erklärt, wer ist dieser er, sein Buch? Ja, ist es ein Arzt? Ist es ein Nachbar? Wen meinst du denn? Das heißt, wenn du es konkretisierst, es ist ein Schüler. Also Kitabuhu, sehr schön, sein Buch. Von wem denn, bitteschön? Du sagst mir, hada kitabuhu. Dann sag ich dir, kitabu man. Das Buch, man ist wer? Das Buch von wer, also wessen Buch? Kitabu man. Dann sagst du, kitabu tilmi. Also, es erklärt besser und näher, ja, spezifischer, wer ist gemeint. Wenn wir wissen, worum es geht, du hast gesprochen über At-Tilmid und wie fleißig er ist und so weiter, dann sagst du, Kitabuhu Jamilun, dann weiß ich, ah, okay, du meinst vom Schüler. Also Pronomen, wann benutzt man Pronomen? Das ist auch wichtig in der Rhetorik, also richtig reden. Es gibt Leute, zum Beispiel, wenn du redest mit denen, ja, auf Deutsch, Arabisch, und dann redet er mit dir und sagt, weißt du was, gestern ist der gekommen und der hat das, Habibi, der war ich mit dir dabei, wer der? Zuerst fängst du an, es konkret zu erwähnen, gestern ist mein Bruder gekommen. Ah, jetzt kannst du gerne Pronomen benutzen. Er ist gegangen, hat gegessen, hat gesprungen, hat geredet, aber einige denken sich, du weißt doch, wen ich meine, Habibi, habe ich einen Scanner? Erst einmal musst du erwähnen, wen du meinst, und dann benutzt du deine Pronomen. Ja? Also ist das die Genitivverbindung. Ja, bitteschön. Warum haben wir das U hier eingekreist? Weil wir haben gesagt, ohne Artikel, normalerweise muss es doppelte Vokalisation sein. Aber bei der Genitivverbindung ist es eine Ausnahme. Ich schreibe nur eine Vokalisation. Ich sage nicht Kitabun at-Tilmidi. Das ist falsch. Kitabun at-Tilmidi. Sondern Kitabu at-Tilmidi. Natürlich, wenn ich verbinde, Kitabut-Tilmidi. Also, drei Sachen beachten. Kein Artikel, nur eine Bamme. Das ist Teil 1 der Genitivverbindung, das erste Wort. Das zweite Wort, Kasra am Ende, bitte. Ja, dann haben wir mehrere Beispiele, dann wollen wir das mal machen. Ich benutze mal die Vokabeln, die wir bis jetzt hatten, ich versuche es jedenfalls. Gab es hier eine Frage? Okay. Der Imam der Moschee. Der Imam der Moschee.
Sehr schön. Imamul. Imamu, da haben wir die eine Dhamma. Ich sage nicht Al-Imamu. Und ich sage auch nicht Imamun Al-Masjidi. Ja? Imamu Al-Masjidi. Okay? Imamul Masjidi. Arabischlehrer. Arabischlehrer. Wie heißt Arabischlehrer auf Arabisch? Mu'allimul Arabi. Aber was heißt arabische Sprache? Nein, weiblich. Ja, warum Arabiyati? Was heißt arabische Sprache? Hatten wir doch, oder? Ich denke, wir hatten das. Nee, arabische Sprache. Zwei Wörter. Die arabische Sprache. Al-Lughatul Arabiyatu. Aber wir lassen Al-Lugha weg. Ja? Und benutzen nur noch, du sagst ja auch, ich spreche Arabisch. Du meinst was? Ich spreche die arabische Sprache. Aber das Wort Sprache lassen wir weg, einfachheitshalber. So auch im Arabischen. Also, Al-Lugha ist weiblich. Und deswegen, wenn du über Arabisch redest, sagst du Al-Arabiyatu. Oder wenn jetzt in der Genitivverbindung. Also, Arabischlehrer heißt was? Nein. Arabischlehrerin wäre das. Genau. Mu'allimu oder Ustadu, wie ihr wollt. Mu'allimul Arabiyati. Okay. Also der Lehrer der arabischen Sprache oder der Lehrer des Arabischen, wenn man das auch im Deutschen als Genitiv formulieren wollte. Wessen Lehrer? Lehrer des Arabischen. Auf Deutsch Arabisch lehren. Okay? Aber im Arabischen ist es eben eine Genitivverbindung. Mu'allimul Arabiyati. Der Prophet des Islams. Der Prophet des Islams. Ja? Nabiyul Islami. Habt ihr den Dreh raus? Arabisch ist einfach, nur das Problem ist, es ist viel. Aber die einzelnen Themen sind wirklich einfach. Nur wenn du Genitiv, Dual, Plural, ich kann es nicht. Aber wenn du einen Schritt nach dem anderen machst, merkst du, das ist ja käseleicht. Nur du musst es dir einbringen, damit du weißt, okay, da ist weiblich und dann ist die. Also, das werden wir jetzt nicht machen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt berücksichtigen muss, dass es dual ist und weiblich ist und was weiß ich was und noch mit Possessivpronomen. Aber es ist wie Mathe. Arabisch ist wie Mathe. Du darfst die Formel nicht vergessen. Die Regeln darfst du nicht vergessen. Punkt vor Strich und was weiß ich und so weiter. Und dann kannst du auch die größten Funktionen ausrechnen. So ist Arabisch. Nur wenn du vergisst zu verweiblichen, vergisst, ist es jetzt ein Buch oder geht es um zwei Bücher, ist es genitiv oder nicht, dann kommen die Fehler. Aber wenn du schön dich konzentrierst, dann ist das einfach. Walillahi alhamd wal minna. Ja. Hier sind Vokabeln. Ja, gehen wir mal. Die Vokabeln werden wir, inshallah, Schritt für Schritt dann im Telegram-Kanal lernen. Ja, keine Angst. Nur im Unterricht mache ich ja natürlich nicht alle Vokabeln, aus Zeitgründen. 226. Wer liest mal? Na, bitteschön.
Ma hiya aasimatu. Aasima ist Hauptstadt. So, nächster Satz. Ist weiter. Genau. Ma hiya aasimatu Sudani. Ma hiya heißt was? Ja? Was ist? Genau. Aasimatu Sudani. As-Sudan ist bekannt. Der Sudan. Hauptstadt des Sudan. Aasimatu Sudani ist eine Genitivverbindung. Hier müssen wir natürlich beachten, dass Ländernamen nicht alle mit Kasra enden. Du sagst, ma hiya aasimatu. Deutschland heißt was auf Arabisch? Almania. Da gibt es keine Kasra. Und doch ist es eine Genitivverbindung. Ja? Das sind Ausnahmen. Also es gibt Wörter, die können keine Kasra bekommen. Das ist noch ein separates Thema. Aber das muss man halt einfach so wissen. Almania bleibt Almania. Du sagst nicht Asimatu Almaniai oder sowas. Nein, Almania. Syria. Dann gibt es Wörter, Ländernamen, die keine Kasra bekommen dürfen. Also bei Almania geht es gar nicht. Wo willst du die Kasra? Da ist ein Elif. Ja? Wo willst du eine Kasra machen? Geht nicht. Dann gibt es aber Wörter, da darfst du keine Kasra machen. Das ist eine Regel, keine religiöse, sondern eine sprachliche Regel. Zum Beispiel Misr. Du sagst Asimatu Misr. Was? Ri darfst du nicht sagen. Misra. Wörter, die nicht eine Kasra bekommen dürfen, bekommen an deren Stelle Fetha. Müsst ihr euch jetzt nicht merken. Ich sag's nur, ja. Asimatu Misra. Du sagst zum Beispiel An. An ist ja also von. Bei einem Hadith, wenn du ein Hadith liest, sagst an Abi Huraira radiallahu an, zum Beispiel. So. Und wenn du Aisha radiallahu anha erwähnst, dann sagst du an Aisha Tutati. Darfst du nicht. Frauennamen bekommen keine Kasra. Ist eine Regel. Frauennamen bekommen keine Kasra. Nee, der Anfang ist da irrelevant. Also, wie sagen wir an Aisha Ta? Was haben wir gesagt? Anstatt Kasra? Fatha. Okay? Also, es gibt Nomen, also Namen, ob Länder, ob Frauennamen oder auch andere Sachen, die bekommen keine Kasra. Das ist nicht unser Thema. Nur damit ihr im Hinterkopf das behaltet, okay? Also, hier steht jetzt Asimatu Sudani Al-Khurtumu. Khurtum ist die Hauptstadt von Sudan. Warum hat Al-Khurtumu jetzt aber eine Dhamma? Khurtumu. Warum sage ich nicht Khurtumi? Die Kinder, könnt ihr bitte raus? Also, ja? Ja, sehr schön, könnte man auch sagen. Asimatu. Oder allgemein, weil es keinen Grund gibt, das zu verändern. Ja? Standard ist was, haben wir gesagt? Die Dhamma. Al-Khurtum, das ist jetzt kein Bestandteil der Genitivverbindung. Genitivverbindung ist was? Asimatu. As-Sudani, das war's. Hier endet die Genitivverbindung. Al-Khurtum ist dann ohne einen Grund, der irgendeine Vokalisation ändert. Dann haben wir Ma hiya aasimatu Pakistan. Das ist auch so ein Name, der keine Kasra bekommt. Pakistan na und nicht ni. Aasimatu Pakistan Islamabad. Hier steht Islamabad. Ja, Islamabad. Okay, also dann haben wir Seite 227 mehrere Länder. Ja, die Ländernamen haben wir ja auch jetzt im Telegram-Kanal so langsam aber sicher gelernt.
Bei Surya gibt es zwei Formen, entweder Suriyatu oder Surya mit Alif am Ende. Das hatte ich auch erwähnt. Al-Urdun mit Shadda, einige haben nachgefragt. Al-Urdun, warum? Allahu A'lam. Es ist aber nun einmal so. Gehen wir weiter auf Seite 230. Wer liest? Ja, bitte. 230? Ja, 230. Nächster Satz. Genau. Also, dann schreiben wir das mal hier. Ma huwa launul waraqi. Wo ist die Genitivverbindung? Ja? Sehr schön. Was heißt das? Genau. Ma huwa launu al-waraqi. Die Farbe des Blattes. Ja? Hier haben wir die Genitivverbindung. Launu, nur mit einer Dhamma, waraqi. Und nicht vergessen bitte auch im zweiten Teil mit Artikel. Man könnte natürlich auch ohne Artikel das machen. Dann heißt es die Farbe eines Blattes. Launu waraqin. Die Farbe eines Blattes. Ja? Bitte schön. Ja. Blatt. Genau. Nee, nee. Also beides. Also Blätter von Bäumen nennt man Waraq und Blätter vom Heft und Buch ist auch Waraq. Beides ist Blatt. Was steht jetzt hier als Antwort? Ja? Genau. Nochmal? Nein? Sehr schön. Die Farbe des Blattes ist weiß. Launul waraqi abyadu. Ja? Abyadu, die Farben hatten wir letztes Mal, ist auch so ein Thema. Die bekommen keine doppelte Vokalisation. Ja? Dürfen nicht doppelt vokalisiert werden. Deswegen abyadu und nicht abyadun. Ja? Muss man da meine Ruhe haben? Nee. Du kannst auch sagen, ma launul waraqi. Geht auch. Ja? Hua muss nicht unbedingt sein. Dann haben wir nächster Satz. Wer liest? Nicht alle auf einmal. Ja? Was heißt das? Feld. Was ist Feldju? Ja, genau. Schnee, Eis, genau. Also der Satz lautet? Genau, welche Farbe hat der Schnee? Und antworte mal. Wie ist er? Launu abiyadu. Launu von was? Die Farbe von was? Fa. G. Also, launu thalji abiyadu. Ja? Also, die Farbe des Schnees oder des Eises ist weiß. ما هو لون السماء؟ Bitte? أزرق. Sehr schön. ما هو لون الفحم؟ Nächste Seite, 232. Was ist الفحم؟ الفحم؟ Ja? Kohle. Ja, antworte mal. Excellent. Aswadu. Genau. Launul fahmi. Aswadu. Ma huwa launul ushbi. Was ist al-ushbu? Ja?
Genau, Gras, alles was so wächst, Gewächs. Ja. Ma huwa launul ushbi? Beantwortet. Ja. Achbaru, bitte die Vokalisation immer. Ja. Launul ushbi, achbaru. Versteht das jeder? Okay. Ma huwa launul dami? Was ist dem? Addamu? Ja? Blut. Ma huwa launul dami? Launul dami ahmaru. Sehr schön. Ja, bitte? Genau. Warum ist es die ganze Zeit männlich? Ahmaru, abiyadu, aswadu? Was für ein Wort? Ma huwa launu at-tawilati هذه لون الطاولة طاولتي بيتي جينيتيف براون was war braun ja yeah. لون الطاولة بنية wird jetzt die Farbe männlich oder weiblich? Okay, und deswegen ist die Farbe weiblich? Auf was bezieht sich denn die Farbe, das Wort Farbe? Entschuldigung, jetzt habe ich gesagt. Auf das Braune? Ja? Auf? Nein, ja? Auf die Farbe. Laun. Laun ist männlich. Deswegen ist die ganze Zeit sind die Farben männlich. Launu ist ahmaru. Laun ist männlich. Huwa, al-launu. Die Farbe im Deutschen ist weiblich. Aber im Arabischen, Laun ist männlich. Und deswegen muss dann die Farbe, die Beschreibung von Laun, muss auch männlich sein. Also, das ist eine wichtige Sache hier. Sagen wir mal, طاولة الولد. So, und jetzt will ich, was heißt das erstmal? Ja? Der Tisch des Jungen oder Kindes. Ja? Der Tisch des Jungen. Jetzt will ich den Tisch des Jungen beschreiben, dass er, der Tisch des Jungen ist neu. Wie heißt das jetzt? Jadidatun. Warum Jadidatun und nicht Jadidun? Aber Walad ist doch männlich. Genau, es bezieht sich auf Tisch. Bei einer Genitivverbindung geht es um dieses Wort. Das ist Ausgangspunkt, damit du weißt, ob die Beschreibung danach männlich oder weiblich ist. Wem es gehört, diese Sache, gehört er jemandem. Hier steht, was ist es? Und hier steht, wem es gehört. Okay, bei einer Genitivverbindung. Wessen Sache? Die Sache ist der Tisch. Wem gehört der Tisch? Dem Jungen. So, wenn ich jetzt sagen möchte, der Tisch des Jungen ist neu, dann sage ich nicht, dann nehme ich nicht den Jungen als Maßstab, dass er männlich ist, sondern den ersten Teil. Okay? Ustadu at-talibati. Der Lehrer oder Dozent der Studentin ist Muslim. Wie schreibe ich das jetzt? Ja?
Ja, genau, ist ein Muslim. Muslimun oder Muslimatun? Warum Muslimun? Es bezieht sich auf das erste Wort, nicht auf das zweite Wort. Muslimun. Ist das klar? Okay, dann machen wir hier inshallah ta'ala eine Pause bis nach Maghrib. Das heißt, 16:45, bihaulillah, inshallah, geht es dann weiter. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Genau.